Hallo und herzlich, Tanz bis ins Koma. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. Ja, schon ganz schön groß unser Spital. Ja, boah, wieder mal zurechtfinden. Okay, so. Schauen wir mal, wo irgendwelche. Moment, Notfall, nein. Okay. So, gut, hier haben wir. Vor der Radiologie? Ja, Radiologie und der Megascanner. Ist ein Wahnsinn, wie die ausgelastet sind, die Dinger. Okay. Und die Frakturstation. Okay. Also, ich würde gerne in diesem Flügel hier, oder wir kaufen natürlich, wir können ja auch den Flügel hier kaufen, und, aber der ist schon so weit weg. So, Parkplatz können wir keinen kaufen. Wir können auch das da kaufen. So. So, weil wir haben da unten. So. Okay, schauen wir es uns mal an. Wir haben zweimal schon 7 von 8, soweit ich mich erinnere. Los, alle. Oh, wir sind die Besten der Besten. Außer, dass bei uns ständig Leute sterben. Aber sonst kann man sagen, so Wahnsinn, oder? Ja, da haben wir schon. Da haben du und ich was Großartiges gemeinsam gemacht. Also da kann man schon sagen, super. Ja, hier geistert zwar ein Geist rum. Also okay. So, Personal, Hausmeister. Wo haben wir denn die? Ja, macht, was macht? Sucht nach Arbeit. Pass auf, ich helfe dir mal. So. So, sucht nach Arbeit. Da. Gefunden. So. So, der Deprimator kann aufgewertet werden. Auch das ist schön. So, dann machen wir einen Dreier-Deprimator draus. So, jetzt haben wir alle Flügeln, oder? Kann man da noch irgendwas kaufen? Nö, werden das. So, alle Flügel. Ach, schon wieder die Ärztezimmer. Schon wieder die Ärztezimmer. Okay, Frakturstation, die Röntgengeschichten. Ärztezimmer. Okay. So, dann werden wir ein wenig Geld jetzt ausgeben. So, ja, gewonnen. Tolles Krankenhaus. Danke für das Lob. Gefällt mir sehr gut. So, wir werden hier eine kleine Aufnahme platzieren, aber danach zuerst einmal eine Arztpraxis. So, 1, 2, 3, 4, ja. Ist natürlich 4, aber macht nichts. So, Arztpraxis. So, wir brauchen hier definitiv eine Arztpraxis. Immer haben wir zu wenig in diesem Spital. Wir haben echt viele Arztpraxen inzwischen schon. Aber immer wieder sagt er uns, wir brauchen noch welche. So, so wir drehen das mal. So, genau. So, wir brauchen eine Waage. Ja, kann man die da noch in die Ecke dazu zwetschgen? Nö. So, hier. Dann einen Mülleimer, den stellen wir hierher. Wir brauchen einen Heizkörper. So, der kommt hier. Dann eine Kaffeemaschine. Verkehrte Richtung. Dann, was stellen wir rein? Ein Bücher? Nein. Teppich, natürlich. Na klar, Teppich. So, ich teppich. So, so. Da und da. Ja, schön. So, dann eine Uhr über die Kaffeemaschine. Ich stelle einen Stuhl daneben, zwecks Wohlfühlen. So, dann hier. Ich möchte auf 5. Natürlich möchte ich auf 5. So, wir sind auf 4. Kriegen wir das hier hinein, noch die 5? Ich denke, ja. Viele Wände, viele Zertifikate. Ja, es wird wieder die Zeit der Poster kommen. Jetzt ist Zertifikat-Time. So, dann hier und hier und hier und hier. Ja, wunderbar. So, ich höre auch gleich auf, weil Arztpraxis fertig ist. Die Wand ist leer. Gefällt mir gar nicht. So, da haben wir eine Arztpraxis. Also, wir haben festgestellt, wir haben Überlastung in Röntgenradiologie. Na, Radiologie, also die Megascanner. Wobei, wir haben da 2 und nur in einem ist ein Arzt drin. Das da können wir mal reparieren. So, Röntgen. Dann in der Frakturstation und natürlich Chirurgie, weil das ist das Hauptziel, damit wir den 3. Stern bekommen, damit wir ins Mogli abschließen können. Also brauchen wir zuerst mal die Röntgen.
Na, wo haben wir Röntgen? Hier, Radiologie. So, das ist 4x4. Ja, das plane ich mal hier. Nö, das plane ich nicht hier. Das würde ich... 4x4, geht sich das hier? So, aber... Ich würde nämlich... Ich hätte... Ja, ich weiß nicht, ob ich es da haben will. Ach, was soll's. So. So. So, da stellen wir das da rein. Dann, wir haben einmal dieses Röntgending, dieses gewaltige... Das gewaltige Röntgending. So, dann haben wir da einen Scanner und jetzt wegen Prestige und Temperatur. Leider. Oh, der geht doch da hinten. Der dann geht aber hier auch her. So, Prestige. Oh, die Server sind natürlich sehr cool. Das sind besonders coole Server. So, besonders coole Server brauchen auch einen Feuerlöscher. So, und einen Mülleimer. Dann... Machen wir noch eine Kaffeemaschine hierher. Ja, so. Dann sind wir so eigentlich. So, Zertifikate, damit wir auf 5 kommen. So, weil jetzt müssen wir schnell weiter tun. Wow, 82.000 schon, super. Also, jetzt. So. Ja, es ist ein teurer Radiologieraum, aber er ist notwendig. So, wir haben als Zimmer eine Frakturstation. So, 4x3. So, das könnte man da einbauen. Eine Mini-Frakturstation sozusagen. Machen wir die? Ja, die machen wir. So. Also, wir haben hier... So, mal so, dann sehen wir auch besser. Den Schwesterntisch. Wir haben hier den Eingipser. So, dann haben wir diese Extension-Betten, aber die kriegen wir da nicht mehr rein. So. So. Extension-Bett. Eines? Ach komm. So. Die Tür kommt hierher. So, der Eingipser kommt. Müssen wir, weil ich gerade überlege, wir können das ja auch so gestalten hier. Nein. So. So, und jetzt die Extension-Betten. Aber wir kriegen trotzdem nur 2, wenn wir uns bemühen. Selbst wenn wir uns bemühen, kriegen wir nur 2 rein. So. Also gut. So. Der Eingipser. So, Extension Bed. Warum geht das nicht? Ah, okay. Nö. Moment. So, also hier. Und hier geht nicht wegen dem Schwesterntisch. Moment, wenn ich den aber so drehe. Ich will das unbedingt, dass da 2 reingehen. Genau, so hätte ich es gern gehabt. Ausgezeichnet. So. Ja, Wandmonitor ist eine feine Sache. Was? Ungültiges Objekt fürs Zimmer? Warum bringst du mir es dann? So. Ungültiges Objekt fürs Zimmer. Sowas aber auch. So. Wieso eigentlich? Ja, bitte. Geht doch. So, ich brauche auch einen Heizkörper. Kriege ich den da dazwischen? Ja, ich kriege ihn dazwischen. So, Kaffeemaschine? Nö, kann ich den da umdrehen und da noch reinzwetschgen? Ja. So, Mülleimer haben wir jetzt keinen drin. Ja, aber dafür Hausmeister vor der Tür. Nein. So, jetzt haben wir. Dann Zertifikate. Wir müssen schnell hochkommen. So. Ach, da passt ja wieder nicht mehr wirklich viel dazwischen, weil man kann es nur an diese Wände, die da zwischen den Vorhängen und dem Extension-Bett sein. Ja, so. Ja,
Nee, geht sich nicht aus, oder? Nein, nein, nein. Leider, leider, leider. Ich glaube. Ei. So. Außer ja. Sehr schön. So, das war dann die Frakturstation. So, jetzt schauen wir noch mal kurz nach unten. Wir haben Überlastung in der Frakturstation. Ja, Ärztezimmer ist okay. Radiologie, der Megascanner. Ja, wir haben E2. Das passt, glaube ich. Der muss halt nur repariert werden. Dann ist der wieder entlastet. So, Arztzimmer ist okay. Da haben wir nichts, was überlastet ist. Das ist gut. Arztzimmer, Arztzimmer. Schön. So, dann können wir hier eine Toilette einbauen. So. So, eine Toilettenkabine. Oder machen wir da zwei? Naja, Hände waschen und so weiter sollte man schon noch können. So, da, da. Und der Handtrockner da. So, das ist für schnelle Geschäft. So, einen Mini-Heizkörper kriegen wir da rein, kriegen wir da rein. Ja, herrlich. So. Schlecht bewertetes Klo, weil hat nur Prestige von 2. So, schauen wir, vielleicht kommen wir noch ein bisschen höher. Viel werden wir nicht mehr hinkriegen. 3. Naja. So, naja, 3, schade. Knapp, 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 knapp. Oh, 4, super. So. Dann kommen wir hier, da ist natürlich ziemlich eng. Das ist aber so. So, deswegen Objekte. Da kommt ein kleiner Heizkörper hier. So, der kommt daher. Super. So, hier kommt der Warteraum. Also der Warteraum, der Wartebereich. Der Bereich, der Bereich. So, dann machen wir wieder mit dem Bänkchen. So. Da. Da brauchen wir natürlich eine Mülltonne. Ja. Und wir brauchen einen Heizkörper. Den stellen wir da so her. Sehr schön. So, wir brauchen, hier kommt ja noch ein Zimmer, ein großes. Wenn wir dann schauen, welches. Aber an die Wand des Zimmers, das hierher kommt. So. An die Wand des Zimmers, das hierher kommt, kommen dann die Automaten. So, der Luxus-Schnack-Automat. So, an der. So, der Luxus-Getränke-Automat. Ja. Und dann haben wir noch Energy-Drinks. Hier. So, Zimmer passt. So, und das lassen wir so im Prinzip unvollendet stehen. Ja, dort können Ärzte grundsätzlich nicht fehlen, sollten nicht fehlen. So. So, da ist schon weniger geworden. Hier ist noch die Überlastung, aber wir haben ja hier noch einen Röntgenraum jetzt, einen neuen. Der stirbt direkt, bevor er reingegangen ist. Sowas. Ah, toll. So, Personal, Hausmeister. Ja, Toilettenreinigung ist essentiell. Hier, Dirk Splitter. So, pass auf. Ich zeig dir mal. Du sollst einen Geist jagen. Jage deinen Geist. Also deinen, einen. So, da unten ist wieder wer gestorben. Toll. So, wir befördern mal. Ja. Jetzt. Super. Ja, wir sollten mehr heilen und weniger. Natürlich. Natürlich. So, Ärztezimmer, Psychologen sind ausgelastet, aber gut. Nicht überlastet, was ja auch wichtig ist, essentiell. So, im Chirurgenzimmer fehlen Leute. Sag mal. Sally Fick Blanket hat für den neuesten Bericht einige örtliche Krankenhäuser besucht. Und ihr, werte Hörer, erfahrt alles darüber, sobald wir herausgefunden haben, wie wir in euch über das Radio zufaxen können. Ja, genau. So, die beiden starten. Los geht's. So, die Forschung nach der Forschung läuft auch super.
So, wer ist da? Weiterbildung? Nö, nicht jetzt. So, da sterben wieder Leute. Es sterben Menschen. So, Krankenhaus hat schon... Wieso? So, was ist denn das da? Weiterbildung? Naja, nicht jetzt. So, die Ärzte kommen schon von oben. Ah. So, sobald ich wieder genug Geld habe, kommt dort eine Chirurgie rein. Was kostet denn eigentlich das Zimmer? Chirurgie? Chirurgie? Wie noch? 26, das geht, das geht, das machen wir. So, da kommt nämlich einmal eine Chirurgie her. Ja. So, repariert mal. Ihr seid ja alle gut geschult. So. Oh! Ihr werdet gerade gut geschult. So, dann hier. Ja, lächeln. Super. Also, ja, wuselt zwar extrem, aber die Psychiater fehlen. Wieso immer die Toiletten da unten? War das vorige Folge, oder? Das war vorgestern war das. Da hat einer tatsächlich hierher gewurstet. Hierher. Nö, so. Hierher, da, hingewurstet. Einfach so. Macht man doch nicht. So, naja, irgendwer ist wieder gestorben. Irgendwer stirbt doch immer. So, annehmen. Wir haben eine Heilungsrate von 75%. Offenbar kriegen wir das nicht hin, weil die Leute vorher sterben, bevor sie geheilt werden. So. Weiterbildung, Instandhaltung 3 ist abgeschlossen. Spritzenhaus gebeten. So. Psychiatrie 2 ist schon gut gelaufen. Radiologie ist gut. Diagnosekompetenzen. Nö, 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 nö. Kundenbetreuung. Kundenbetreuung. Ja, könnten wir, könnten wir, könnten wir. Behandlung 3. So, Chirurgie. Wir nehmen da. Wir nehmen einen externen. So, nehmen das dazu. Das, das, das. So, cool starten. Super. So, wo ist denn eigentlich Muffin? Wo ist mein Muffin? Personal? Ärzte? Wo ist Muffin? Da, Henriette Muffin. Okay, du forschst eh. Ich hab schon geglaubt, du forschst nicht mehr. So, Henriette Muffin muss forschen. So, Personal, dann schauen wir nämlich gleich die Aufgabenzuteilung, weil Henriette Muffin, nein, sie soll hier nicht arbeiten, sie soll ausschließlich forschen. Und ich überlege auch, ob ich einen zweiten Forscher mir noch zulege. Und ich glaube, das werden wir nämlich machen. Wir brauchen mehr Krankenpfleger. Nein, ist garstig. So, was ist das? Hygienisch, aber garstig. Hygienisch, aber garstig. Streitet gern. Melissa Gefahr. Christian Oweit. Könnte mehr wissen. Tut aber nicht. Wir werden ihm helfen dazu, dass er mehr weiß. So, einstellen. Wir wollen aber... Ärzte, genau. Wir wollen eigentlich nur einen Forscher. So, wie sieht's hier aus? Kann sich Liedtexte merken. Jacques Grotto. So, aber eigentlich wäre das besser, weil Kimi Jäger kann nämlich dann gleich Mädchen von Niemann. Ist lustig. Ja, das machen wir. So, Kimi Jäger. So, wo, pass auf. Personal, Aufgabenzuteilung. So, Christopher Unrath. Muffin, wo ist Kim Jäger? Erik Stink ist auch gut. Er ist ein guter Psychiater halt. So, du arbeitest nirgends. So. Außer nachher hier. Schlechte Neuigkeiten. Was haben wir da? Ich werde Ende nächster Woche zwangsgeräumt. Keine Ahnung warum. Ich zahle immer rechtzeitig meine Miete, höre nicht laut Musik und alle meine Nachbarn sind jederzeit eingeladen, mit meinen Giftschlangen zu spielen. Ich habe immerhin 48 Stück. So, Heile 6, Chirurgie, nö. So, was haben wir da? Heile 5, nein. So, befördern kann ich. Da ist leichter. So, dann haben wir hier noch ein bisschen befördern. Hier noch befördern und okay, so, dann möchte ich gern Kimi Jäger ausbilden. Weiterbildung, Psychiatrie, so, irgendjemand, nicht Psychiatrie, verdammt, Forschung, so,
kann ich mir selber ausbilden. So, ich möchte gerne Kimi Jäger ausbilden. So. Super. Dann Personalaufgabenzuteilung. So, in der Forschung möchte ich, du sollst hier nicht arbeiten. So, Kimi Jäger ist in Einschulung für Forschung. So, und wir stellen jetzt gleich in der Forschung ein. Wir wollen hier mit Assistent forschen. So, also super, Spritzmeister. So, wo ist er? Da ist der Spritzmeister. Spritzmeister. So, nein, Upgrade abbrechen machen wir auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So, Chirurgie könnten wir uns dann schon langsam mal nähern. Genau, da, Forschung, Forschung, überall Forschung. So, den Flügel, da habe ich auch noch überlegt, was wir machen, aber da warten wir noch. So, der Deprimator ist in Ordnung. Die Ultraschallkanone werden wir aufbessern. Da läuft noch immer die Marketingkampagne, das ist in Ordnung. So, den hier können wir reparieren, den hier können wir reparieren. So, und nachdem das vorbei ist, könnten wir wieder so eine Instandhaltungsschulung machen. Beförderung, gerne. So, Layla. Layla. Sehr gut. Pflanzen benötigen Wasser. Ja. So, apropos Instandhaltung, Weiterbildung. Instandhaltung hier. So, Instandhaltung 1, 2, 3. Ja, wir haben überall Mechanik, könnten wir, wollen wir aber nicht. Nö, wir machen das. Ausbildner. Machen wir wirklich extern? Nein. Wir machen uns das selber. So, und bilden da. Starten. Genau. Wird ein kleiner Kurs, kleine nette Gemeinschaft. Kaffeemaschine habt ihr da, ihr seid zu zweit. Das geht alles gut. So, was haben wir da? Heilungsrate 75% kriegen wir offenbar nicht hin. Erhöhe die Heilungsrate, indem du die besten Mitarbeiter, mögliche Geräte. Achte darauf, dass Patienten nicht sterben. Das wird das Problem sein. Wir hören das Dingeln im Hintergrund. Ja, aber wir werden das hinkriegen. So, heile 50 Patienten, 50, 30, das kriegen wir definitiv noch hin. So, also will ich eine Chirurgie. Chirurgie hier. So, die soll sein 4x3. So. Hier. Ein OP-Tisch, eine Umkleide. So, wir haben das hier. So. Dann kommt hier noch ein Wandmonitor. Warum? Weil er cool aussieht. Arzneischrank. Ja, definitiv. So. Eine kleine Erinnerung daran, dass dieses Wochenende der jährliche Wohlfahrtslauf von Two Point stattfindet. Ja. Denkt daran, euer Solidaritätsarmband zu tragen, wenn ihr unbedingt von der Regierung überwacht werden wollt. Gerne. So, Kaffeemaschine. So, stelle ich da gleich nochmal einen Eingang, das ist auch gut. So, eine Uhr, ja, wie immer über die Kaffeemaschine, so Zertifikat. Da, 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 da. Ja. So, dann haben wir hier. Oh, da sterben die Leute wirklich im laufenden Band hier. So. Du, 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 du. So, wir sind auf 5. Super. So, Radiologie, irgendwie ist das echt ein Thema hier. So, Arztzimmer, nö. Sehe ich nicht. So, Personal verdient ja, verdienen schon. Ja. Gut, wir sind bei 70%. Das ist jetzt echt nicht so tragisch. So, können wir hier noch weiter? Jäger, ich möchte Jäger gerne weiter in Forschung ausbilden, geht aber nicht. So, Motivation, vielleicht Motivation, vielleicht Behandlung mal. Ja, wir könnten Leute auch behandeln irgendwie. Allgemeinmediziner, machen wir das mal. Nämlich den, den. Wir haben irgendwie wahrscheinlich zu wenig Allgemeinmediziner. So, Ärztezimmer, ja. Okay, ich baue jetzt Ärztezimmer. Es hilft nicht, ich baue die Ärztezimmer. So, ich klappe das mal wegen der Heizung. Okay. So, ach ja, Strecken können wir auch noch nicht einstellen.
So, Ärzte. So, Asquith Fudge. Nö. Ach so, sorry. Unglaublich langweilig. Nein. Da. Lustig, hat Patient. Spricht zu laut noch zu leise. Luca. So, Luca kommt her. Luca. Personal. Ja. So, wo ist Luca? Luca Marathon. Die darf nirgends arbeiten. So. Genau. Die darf nur hier drin arbeiten. So, und da machen wir einen zweiten. Genau, Arzt mit Forschung. Es ist Luca Marathon. Super, sehr gut. So gefällt mir das. Jetzt haben wir da drei Forscher. Und viel Ektoplasma. Allgemeinmedizin ist abgeschlossen, das ist gut. So, Weiterbildung, Diagnostik, ja. Ja. So, du bildest mal aus. In Diagnostik. So, los. Notfall, das Schildkrötensyndrom. Nein. Mache ich nicht, weil wir haben noch keine... Wir haben noch keinen Arzt, der das wirklich kann. Hm. Werden wir schon hinkriegen, aber im Moment haben wir das halt nicht. So, Allgemeinmediziner da, wieder die Röntgensachen, die sind halt schon ein Problem und die Allgemeinmediziner. So, Moment, du, ich muss eine nach Hause schicken. So, eine nach Hause schicken. Ich brauch Arztpraxen. Ganz normale, stinknormale Arztpraxen. So. Und zwar. Arztpraxis ist 3x3, da liegt Ektoplasma ohne Ende am Boden. Super. So, hier, hier. So, dann machen wir kleine Arztpraxen. Und ich hätte gesagt, wir bauen einfach zwei Arztpraxen hier. Warum auch nicht? So. Ja, ja. So, eine Heizung. Heizkörper, ja. Hier. So, dann eine Mülltonne. Hier. Dann, was machen wir noch? Nein, Kaffeemaschine wollte ich eigentlich haben. So, hier. Dann haben wir Teppich. So, für Arzt und Patient. Wir stellen eine Uhr zur Verfügung. Wir haben Zertifikate. So. Also, Smogly ist echt herausfordernd. Muss ich sagen, Hammer. So, dann, ja, wir sind auf 4, vielleicht, ja gut, wir haben noch zwei Wände im Prinzip frei, das kriegen wir hin, so. Oh, super, die eine noch, ist zwar nicht die ganze Wand, aber es wird reichen für die Zertifikate für 5, super, so, raus aus dem Zimmer. So, dann Arztpraxis hier. So, da ist was gekommen. Personalherausforderung. Verdiene 200 Euro. Ja, das ist eher weniger das Problem. So, die Forschung ist gleich fertig. Forschung ist gleich fertig. Bin ich aufgeregt. So, Beförderung. Ja, gerne. Super. So, du wurdest gerade befördert. Das freut mich besonders. So, wie viele Pfleger da sind. Die fehlen doch überall. So, vielleicht sollten wir doch eine Arztpraxis bauen. Ja, vielleicht sollten wir noch eine bauen. So, Zimmer, Arztpraxis. Nein, hier nicht. Der Unterricht ist beendet. Ja, das ist gut. Wahnsinn. So, dann die anderen lernen noch immer. Das ist okay. So, Forschung an der Forschung ist fertig. Die Forschung an der Forschung. So, passt. Fortbildung, Beweihräucherung. Ja, wen beweihräuchern wir? Erika Tundra. An sich. Eine kühle Person. So, wen können wir denn da jetzt? Farbtherapie. Wie wäre es mit ein wenig Farbtherapie? Wir können aber auch mal Kudosch erzeugen. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Ausgabe 20 Kudosch. Ernsthaft. Dann mache ich lieber einen Megascanner. So.
Den brauchen wir nämlich auch, weil dann kann besser gescannt werden. So. So, Arztpraxis, ja, da sterben wieder die Leute. Diagnostik ist abgeschlossen. Großartig. So. Weiterbildung, da hinten klingelt's und klingelt's und klingelt's. Oh, Psychiatrie, wir haben 8 Ausgebildete. So, Spritzenverwaltung, ja. Ja, Behandlung, Stationsverwaltung. Nö, 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 Behandlung. So. Ja. So, super. Behandlung. Das Jahr ist fast vorüber. Das ist gut, wir schauen uns das gleich an. So. Und? Super, super. Sie sagten, er sei zu alt. Ja. Sie sagten, er sehe einfach lächerlich aus. Ja. Aber wenn die Welt einen Helden braucht, dann zieht dieser Held seine Strumpfhose an. Ja. Sommer kehrt Roderick Cushion zurück als gefährliche Strumpfhose in Gefährliche Strumpfhosen 5. Tödliche Laufmaschen. Super, danke, danke, danke für diese Filmwerbung. Großartig. So, Mülleimer. Das ist Radio Two Point. Ja. So, Heizkörper, der kommt auch noch dazu. Kaffeemaschine. Ich weiß, das Ärztezimmer liegt dann so abseits hier, aber wir erweitern ja ohnehin noch. Natürlich machen wir das. So, hier kann man wieder Teppich für Arzt und Patient. So, ein Zertifikat. Oh, eine Uhr noch über die Kaffeemaschine, wie immer. So, Zertifikate, die hängen wir hinterm Kasten. So wie viele Zertifikate hinter Kästen landen. So, dann haben wir da noch. Nö, da. Da. So, wir sind auf 4. Das ist gut, das ist gut. Das macht mir Mut, das macht mir Mut. So, da. Ja, da wäre noch Platz gewesen. Jetzt sehe ich nicht mehr. So, dann noch hier. So, neben der Uhr machen wir weiter. Super, 5. Großartig. So, wir kümmern uns noch kurz um die Heizung, aber nur kurz. Kurz. So, Heizung. Ja. Und zwar brauchen wir natürlich einen Heizkörper hier. Und hier. Wobei der schon sehr viel Wärme abgibt. Was ist, wenn wir ihn im Moment auf das eben höher hier herstellen? Ist besser. Ja. So, und mit dem können wir ein wenig. Moment, ich brauche die Linie. So, ein wenig hierher kommen. Großartig, großartig. So, Objekte, das klappt mal wieder ein. Wir haben hier die grünen Bankeln. So, ups, da war ich zu schnell beim Drehen. So, hier, hier und hier. So, dann die Gegenstücke. Ja, ja und ja. So, der Mülleimer. Ja. Dann will ich gerne einen Broschürenständer. Super. So, jetzt platzieren wir noch ein paar Automaten hier. So. Hier. Das war Luxus-Snack. Dann haben wir Luxus-Getränke. Ja. So, daneben Energy-Drinks. Wenn es mal wieder länger dauert als warten. Dann geben wir einen normalen Getränkeautomaten und hier vorne einen Side-Snack-Automaten. Ja, wegen des Spaßes. So, da an die Wand können wir, schadet nämlich nicht, so, ein Bücherregal und ein Bücherregal. So, aus Sicherheitsgründen einen Feuerlöscher. Feuerlöscher. Super. So, schließen. Toll. So, jetzt haben wir da auch 2 Arztpraxen. Vielleicht noch nicht genug Ärzte, aber ja, so. So, aktuell sterben mehr Patienten als reinkommen. Wir sind bei Heilungschance von 50%. Ja. So, wo sind meine Ärzte? Ach so, die lernen gerade, wie man behandelt. Ja, ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Weiterbildung abgeschlossen.
So, Weiterbildung abgeschlossen. Danke. Zumindest einmal für einen oder zwei. So, wir werden einstellen. Und zwar einen Hausmeister. Nö. Ja, wird schnell müde. Nö. Essig. Ja, aber sie glaubt, dass sie übernatürliche Kräfte hat. Der Glauben ist es. So, Beförderungen. Ja, gerne. So, befördern. Nein. Befördern. Ja. Oh, einer noch. Hier, ja. Oh, haben wir Überlänge? Haben wir Überlänge? Beförderung. Ja, klar. Gerne. So, befördern. So. Da oben wieder ein Geisterchen. Also, okay. So, genau. Da hätte ich nämlich jetzt gerne eine Arztpraxis. Ja, mag komisch wirken, aber... So. Na? Will er denn nicht? So, dann dieses Bänkchen. So, die Tür. Türe hier. Super. Bürotisch. So, Aktenschrank. Auf jeden Fall. Hier. So, Arzneischränkchen. Ja, 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 ja. Und. Boah. Da klingelt es, wie oft es hier klingeln kann. Nur weil Leute sterben. So, dann haben wir einen Mülleimer. Den stellen wir da, ja. Und einen Heizkörper, einen ganz normalen. Der kommt hierher. So. Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist ja an sich schon... Moment, das stellen wir mal daher. So. An sich ja schon echt schwierig. Es wuselt. Es ist alles gleichzeitig. Es ist super. So, hier und hier. Dann hängen wir noch Zertifikate auf. Über die Kaffeemaschine kommt natürlich eine Uhr. So, ja, ja, komm, komm. Lass mich weiter. Lass mich weiter. So. So. Super. So, auf 5 sind wir dann fertig. So, also wenn wir 5 noch erreichen. Aber das glaube ich schon. Was spricht dagegen? So, nimm die Uhr natürlich nicht. Katastrophe, nimm eine Uhr, ein Zertifikat. Hey, das geht gar nicht so. Super. So, das da. Ja, ich weiß auch nicht. So, schließen. Nö, was ist mit dir? Du bist unzufrieden? Ja, dann geh. So, Pedro Pfützer. Tut mir zwar leid um dich, aber ist so. So, dann haben wir ihn hier. So, und den stellen wir daher. Super. So, ihn hier. Stellen wir daher. Grandios. So, und in der Mitte Blumen. Dann könnte man mit dem noch ein bisschen... Naja, gut. So, wir wollen es ja nicht übertreiben. So, oh, Beförderungen stehen an. Ja, das mache ich immer gern. Das kostet viel Geld. So, nö. Okay. Ja, alles gut. So, Moment, Moment, Moment. Und, ja, ja. So, aber, so schön es auch ist, das war's mit der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.